und herzlich willkommen zu einem neuen Test von mir. Heute gibt es die Naughty Boy von Leslie, eine neue 2014-2015. Das ist ja ein Verbundknaller, in dem ganz viele Ladycrackers sind. Drei von denen gibt es in der Packung. Alle drei haben zusammen eine NEM von 13 Gramm. Ich habe heute mal hier schon einen für euch aufgemacht. Könnt ihr mal reingucken. Die Pappdeckel sind übrigens nicht richtig befestigt, also da ist hier nur drüber dieses Seidenpapier. Wenn man das einritzt, kann man die ganz normal rausnehmen. Und ja, also es sind auf jeder Seite 25 Stück, also insgesamt 50 Stück. Müsste ja ganz ordentlich knallen eigentlich, wenn die gleichzeitig zünden. Also ich denke mal, dass die Visco hier reinbrennt und ja, ich glaube nicht mal, dass da viel Schwarzpulver drin ist, weil sich ja die grauen Lunden von den Ladycrackern alle ziemlich schnell durchzünden. Und ja, die zünden dann gleichzeitig. Die Deckel sind deswegen auch nur so große drauf, damit die dann rauspoppen können und das ganze Ding nicht explodiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test und wir sehen uns danach wieder. Erstmal sorry, dass der Test unscharf ist. Ich hatte leider nur einen dabei, konnte nicht dann noch einen zünden, wie ich gesehen habe, dass der Fokus etwas langsam war. Aber es war ja kein Effekt zu sehen, also denke ich mal, reicht das auch zur Einschätzung. Und das ist auch mein nächster Punkt, also ich finde die nicht wirklich gut. Man zahlt ja 3 Euro für 3 solcher Verbundknaller. Jetzt wenn ich mir überlege, da sind 50 Ladycracker drin für 3 Euro. Ja, da sehe ich den Mehrwert nicht gegenüber einer Knallkette. Wenn ich mir zum Beispiel die Pyroart-Knallkette anschaue, die 300er, da gibt es für 2,50, gibt es da für 50 Cent weniger 181 Gramm NEM, also gegenüber von 13 Gramm. Und ich habe 300 Ladycracker. Das macht mehr Spaß als dieser Verbundknaller, der nicht wirklich ja, mehr bringt. Ja, das war es auch schon zum Test. Würde mich freuen, wenn ihr bei meinen anderen Videos vorbeischaut. Wünsche euch dabei viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal.